Gut, dann bleibt noch genau ein Puzzle in diesem Abschnitt hier, bevor wir zum nächsten weiter können. Gucken wir mal, wie schnell wir das hier lösen können. Roter Strom. Rote Verbindung. Kaputter Felsen. Ein Jammer. Jammer sind mir am liebsten. Jammer sind einfach geil. Gutes Werkzeug für alles. Kriegen Tore auf und was weiß ich noch. Okay. Hier ist alles super. Super leer, meine ich natürlich. Keinerlei nützlichen Items. Doch. Gut, 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 gut. Wenn wir uns hier aufmachen, kriegen wir hier so ein Ding. Das ist doch wieder so ein typisches so ein Prager Fenstersturz hier. Kommen wir hier durch und es fehlt wie immer noch eins, um komplett durchzukommen. Und das heißt, wir müssen den Strom irgendwie durch ein Fenster hierher leiten. So, das bedeutet, am liebsten würde ich das hier aufmachen durch eine Fenstersicht. Aber dann müsste ich da durchschauen. Also hier durchschauen, das wäre der Plan. So, hier durchschauen. Durch die zwei Fenster. Gucken wir mal, ob ich das von da drüben sehen kann. Ich bin nicht ganz überzeugt, dass das geht. Doch, das ist möglich. Okay. So, bevor ich das machen kann, brauche ich noch einmal einen Moment das hier. Um das hier von innen zu jammen, damit ich auch auf jeden Fall reinkomme. Noch besser wäre es natürlich, wenn ich sowieso beide aufmachen kann. Ja, super. Genial. Dann kann ich mit dem Jammer hier durch. Tja, jetzt möchte ich aber eigentlich den Jammer noch mit übernehmen können. Habe ich jetzt... das Schwierige ist nicht, dass auch die Endkonstellation, sondern wie man da hinkommt zur Endkonstellation. Ich gucke nochmal schnell, dass ich keine extra Werkzeuge übersehe. Was ist denn hier? Leerer Raum. Sieht nicht so aus. Okay, also möchte ich eigentlich... Mein Endziel wäre es jetzt... den Strom von da hinten in dieses Fenster hier zu leiten. Dazu müsste ich das Teil hierher bringen. Und dazu müsste ich temporär das hier jammen. Und dazu müsste ich den Jammer hier vorbeibringen. Okay, das können wir gerade nochmal ausprobieren, ob das nicht machbar ist. Dann muss ich allerdings das hier nochmal abbauen. Ich kann den Jammer auch nicht mitnehmen. Sonst geht das Tor hier nicht mehr auf. Uff. Also ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Okay, schauen wir mal ganz kurz. Wenn ich das hier... aufmache und das da drüben, dann müsste ich das hier von innen jammen können. Genau, jetzt haben wir den Jammer damit. Jetzt können wir das hier aufmachen. Dann geht's da. Ja, nee, das funktioniert. Perfekt.
Jetzt können wir den Stromspender hier wieder clever platzieren. Das war hier. Und den Connector hier nehmen wir mit rein. Ja, das müsste funktionieren. Theoretisch brauchen wir den Schritt hier nicht. Denn wir können direkt hier hin. Naja, doch, doch, so funktioniert es auch. Das letzte Tor Gem wieder auf. Gut, haben wir gelöst. Damit haben wir diese Welt hier abgeschlossen, bis auf den Stern, aber der ist für ein anderes Mal. Ich will direkt zur 5. Hier drüben. Die 5. 3 Sterne. Wahnsinn. Die übertreiben ja vollkommen jetzt. Und ich dachte, wir brauchen noch mehr Sterne. Packt sie mal alle in das Level. Zeitalter sind vergangen, seit die ersten Worte in der Dunkelheit gesprochen wurden. Programm initiieren. Viele deiner Art sind gekommen und gegangen, seit diese Worte gesprochen wurden. Der Garten hat sich viele Male verändert, aber ich erinnere mich. Ich verbleibe. Nur durch mich kannst du Unsterblichkeit erlangen. So, so. Die Alexandra hat irgendwas dazu zu sagen und das Terminal hier leider auch. Da sind sie ja. Sie haben mich warten lassen. Ich habe endlich herausgefunden, was mich gestört hat. Es scheint, als ob die Antworten, die sie geben, gar nicht ihre eigenen sind. Es ist, als ob sie verborgen sind, verordnet, vorgeschrieben. Und sie nur so tun, als ob sie mit mir reden würden. Hört sich das irgendwie vertraut an? Das tut es. Natürlich haben sie nur einen Bruchteil der Daten, die ich im Laufe der Generationen archiviert habe, gesehen. Aber fragen sie sich Folgendes. Warum ist sich jeder so verdammt sicher, dass 2 plus 2 4 ergibt, aber keiner ist sich einig, wer wir sind, was wir tun oder warum wir es tun? Mathematik besitzt mehr objektive Wahrheit. Was ist der Unterschied zwischen mehr objektive Wahrheit und einfach realer sein? Wenn Sie fragen wie, was soll ich mit meinem Leben anfangen und wie sieht die Welt wirklich aus, nur oft genug stellen, werden Sie anfangen zu glauben, dass es Antworten auf sie gibt. Aber was, wenn diese Antworten falsch sind? Was, wenn sie nur ein Haufen von Informationsprozessen sind? In diesem Fall wird jeder Versuch, eine Antwort zu finden, fehlschlagen. Müll rein, Müll kommt raus. Vielleicht liegt der Fehler in Ihrer Argumentation. Ha? 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 Wie überheblich. Aber ich erkenne Ihr Argument an. Keine der Antworten ergibt Sinn, so viel ist klar. Eine Erklärung könnte in unzuverlässiger Dateneingabe liegen. Oder vielleicht gibt es einen Fehler in unserer Logik. Vielleicht sind wir nur Maschinen, die endlos versuchen, die letzte Ziffer von Pi zu berechnen. Sie können nicht die Logik verwenden, um zu beweisen, dass die Logik selbst fehlerhaft ist. Ja, ja, aber wir können sie immer noch verwenden, um zu beweisen, dass alles andere fehlerhaft ist, oder? Sie haben recht. Selbstinteresse ist alles, was wir haben. Der Rest ist nichts als Hirngespinste. Sie haben die Hälfte unserer Zeit damit verbracht, die größten Hits der dummen Ideen abzuspulen. Jetzt sagen Sie mir, dass Sie all das zurücknehmen und mir zustimmen? Darüber zu reden hat mir gezeigt, dass es keine Antworten auf die wichtigen Fragen gibt. Ein Teil von mir möchte nie wieder mit Ihnen reden und ein Teil von mir will glauben, dass Sie tatsächlich aufgepasst haben. Nur um sicher zu gehen. Alles hier könnte eine Illusion sein. Es gibt keine Möglichkeit, seine Bestimmung zu finden und die Wahrheit zu entdecken. Ist das jetzt Ihre Meinung? Ja. Moment mal. Ich habe ein paar dumme Dinge behauptet, aber Sie haben mir die Augen geöffnet. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber na gut. Nun gut, ich glaube Ihnen das jetzt mal. Aber verraten Sie meinen Glauben an Sie nicht. Denn er ist alles andere als blind. Wenn Sie versuchen, mich reinzulegen, wird es Konsequenzen geben. Aber wenn Sie wirklich das große Nichts, die große Abwesenheit der Wahrheit gesehen haben, dann gibt es viel, das wir gemeinsam erreichen können. Ich werde Sie informieren, wenn ich bereit bin, dies weiter zu diskutieren. Feiert weiter, Leute, E-Mail. Die LAN-Party am Ende des Universums. Aha. Das ist das Ende der Welt. Nichts, was man dagegen tun kann. Und Sie haben ein bisschen Spaß, bevor Sie abkratzen. Ja, ihr wisst genau, wovon ich rede. Videospiele! Es ist LAN-Party-Zeit der alten Schulbibliothek. Fressalien, Getränke, Musik und Oldschool-Gaming. Wunderschön. Das sollte man machen, bevor die Welt untergeht. Da stimme ich zu.
Alles funktioniert, aber manche Kleinigkeiten fehlen noch. Aha, die Hauptmodule funktionieren. Alles verdammt rudimentär, okay. Das Team wurde auf die Hälfte seiner ursprünglichen Größe dezimiert und sie wissen nicht, ob sie noch alles schaffen können. Nadja. Alexandra, schlaf doch mal. Ich weiß, dass du immer noch am Schaffen bist. Das ist dein Baby, wir werden dich morgen brauchen. Philosophie der Zähne. Der Zähne? Ja, man muss eine Zahninfektion durchmachen, um Philosophie zu diskutieren. Okay, klingt schmerzhaft. Unvorstellbarer Schmerz. Uch. Gehst zum Zahnarzt und sprichst die Chemikalien ins Blut, die dich taub machen, okay? Das Zahnarztprinzip. Unglaublich dumm, ja. Das finde ich wirklich unglaublich dumm. Okay, was sagt die Zeit? Wir haben noch massig Zeit. Für viele der Rätsel und für Alexandras Input. Wenn es mich alles zu überwältigen droht, ist das, was ich mir sage. Wir können das Alter der Erde berechnen. Die Größe des Universums. Die Entwicklung der Sterne. Natürlich sind wir nur winzige, kurzlebige Gedankenblitze auf einem Körnchen Sand, das durch das Universum treibt. Aber unser Verstand kann die Vergangenheit auferwecken und die Zukunft voraussagen. Sagen wir mal am Freitag. In 1 Million Jahren werden wir alle tot sein. Aber in diesem Moment, jetzt, wissen wir, wie der Nachthimmel an diesem Tag aussehen wird. Und auf diese Weise sind wir nicht vollständig durch die Zeit gebunden. Wissen ist eine Art Freiheit. Achso, ich darf wieder reden. Stimmt, sie ist fertig. Ja, man kann 1 Million Jahre im Voraus den Nachthimmel berechnen. Das ist schon recht beeindruckend. Und mir sagen lassen, gerade hat ein chinesisches Team die größte Simulation eines Universums aufgestellt, die es bis jetzt gab. Mit einem Supercomputer. Ich bin hier durch. Ich hätte mir vielleicht überlegen sollen, was ich hier tue, bevor ich es getan habe. Aber nicht immer ist man so schlau. Ich fürchte, gleich muss ich zurückspulen. Gell? Ja. Hier ist ein Fenster, das mir nichts hilft. Das mir unwahrscheinlich was hilft. Also einen direkten Schuss auf das Ding hier kriege ich wohl nicht hin. Aber das ist ja auch schon das Ziel, oder? Das ist auch schon das Ziel. Glaube ich. Genau, das ist schon das Ziel. Okay. Die einzige Möglichkeit, Strom hier reinzukriegen, wenn wir mal davon ausgehen, dass ich nicht in die Lüfte steigen kann diesmal, ist durch dieses Fenster. Oder durch diese Tür. Durch diese Tür muss ich gehen. Durch das Fenster kann ich immerhin schießen. Ich bräuchte aber zum einen nochmal eine Möglichkeit, hier wieder rauszukommen. Also mal kurz zurück auf Anfang. Und zum anderen habe ich noch nicht das notwendige Werkzeug, weil mit einem Laser ist das nicht zu schaffen. So, das bedeutet natürlich, mit zwei Lasern ist es zu schaffen. Das wiederum bedeutet, wir können folgenden Trick anwenden. Das mal funktioniert. Ich hätte gehofft, dass ich den Strom noch da reinbringen kann, aber ich glaube, dafür gibt es im Moment... Doch, da gibt es eine Möglichkeit. Klar gibt es eine Möglichkeit. Ich probiere es jetzt gerade mal so. Es könnte eigentlich schon genug Zeit sein. So, ich möchte auf jeden Fall die Kiste mit reinnehmen. Die muss nämlich auf den Button hier. Und dann möchte ich den Laser mitnehmen.
So, das reicht. Nee, das reicht nicht. Also ich möchte schon den Laser hinten hinstellen und dann den zweiten nach, sagen wir mal, nach hier etwa. Das wäre ein sehr spitzer Winkel. Das ist eigentlich ein zu spitzer Winkel. Oh, die Winkel hier sind schon ziemlich blöd. Nicht zufällig ein Jammer irgendwo. Das wäre einer, der noch funktioniert. Dann müsste der andere Connector hier hinten stehen. Das geht gerade so. Gerade so. Also hier an dieser Linie. Das kann ich mal ausprobieren. Okay, ich muss nochmal zurückspulen. Schritt 1 ist, dass mir der die Kiste hier aufmacht. Und ich das da anschließe und ja, möglichst weit rüber stelle. Das passt vorbei, okay. Schritt 2 besteht darin, dass ich hier jetzt eine Aufnahme starte und mir die Kiste da hinten drauf stelle. Und nee, dann komme ich nicht mehr durch. Das ist Blödsinn. Die Kiste bleibt da stehen. Und ich stehe hier auf dem Button. So, sagen wir mal wieder bis 30 Sekunden. Das könnte schon hinkommen. Ja, das ist wieder Präzisionsarbeit. Ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich so gedacht ist. Es ist passiert mir bei diesen Puzzlen jetzt langsam öfter, dass ich das Gefühl habe, es gibt irgendeinen präzisen Weg, um sie zu lösen. Und dass der möglicherweise nicht der richtige ist, weil er eben so verdammt präzise sein muss. Ja, das reicht. Jetzt aber schnell. Okay. Und da ist ein Tor aufgegangen. Gut, das wäre Nummer 1. Okay, wann habe ich aufgenommen? Ah ja, ja. Gut, gut. Da müsste noch ein Puzzle müsste noch hinterhergehen. Aber welches? Na halt das hier. Der Lastenaufzug. Connector hier oben. Oh je, dreidimensionaler Puzzle. Hier kann ich einen aufmachen. Okay, hier komme ich in ein abgetrenntes Gebiet. Okay, hier gibt es eine Treppe nach oben. Mit einem Ventilator, den man mit blauem Strom aktivieren könnte, wenn man wollte. Wenn man dann da rankäme. Okay. Zur Kenntnis genommen. Was gibt's hier noch? Hehe, das wäre schön, wenn man da einfach drüber springen könnte. Wäre das nicht klasse? Das würde mich freuen. Das will ich gerade nochmal probieren. Na, okay. Haben sie drüber nachgedacht? Haben sie nicht erlaubt. Aus offensichtlichen Gründen. Blauen Strom da hoch kriege ich aber im Moment noch nicht. Ich kann höchstens jetzt blauen Strom da anschließen. Dann geht der Ventilator an. Was macht das hier?
das denn? Ach, das macht das Tor auf. Ach so. Das heißt, ich will irgendwas da reinschaffen. Aber das geht auch sehr schnell an. Das haben sie wieder mit Absicht gemacht, dass man da nicht reinschlüpfen kann. Gut, dann machen wir mal hier noch auf. Und da sind zwei Kisten. Ja. Warum mache ich eigentlich immer die Türen, die den nützlichen Inhalt haben, als letztes auf? Ich bin echt so blöd. Ja, ich glaube, dann ist mir die Sache klar. Dann wollen wir im Prinzip... Ja gut, ich müsste eigentlich noch da hinten aufkriegen. Also eigentlich brauche ich noch eine der Kisten, um hier aufzumachen. Gucken wir mal, ob das reicht. So, kann ich hier durch? Den da habe ich ja noch gar nicht aktiviert. Warum muss ich das denn? Kann ich den jetzt nicht einfach... Achso, das ist ein Zaun. Nee, hä? Hä? Ja, das kann ich doch, oder? Diese Puzzle werden immer seltsamer. Hä? Das war doch wieder nicht Absicht. Das kann mir doch keiner erzählen. Da war doch irgendwie gewollt, dass ich den da oben noch aktiviere. Ha. Also echt, langsam bin ich verwirrt. Das Spiel macht mich fertig. Versuche mir ständig vorzustellen, dass all dies für einen bestimmten Zweck entworfen wurde. Nicht allein die Prüfungen, sondern auch Elohim, die Terminals, die Störungen und all das. Das Rätsel findet sich nicht vor uns, sondern in uns, sagt Sheep. Naja, gut. Ich denke mal, beim nächsten Mal können wir... hier ist noch ein Bonus-Terminal. Ich lese es schnell. Das passt doch rein. In diese Folge. Transzendent, ja gut, sind nur langweilige Texte. Ah, Argumente gegen Religion, bla bla bla. Gleichberechtigung und Gerechtigkeit können nur in einer säkulären Gesellschaft existieren. Und trotzdem bin ich ein Mensch des Glaubens. Religion bedeutet Transzendenz. Es geht nicht darum, dass die Erde 6000 Jahre alt ist. Naja, okay. Materie. Es stimmt, es gibt bestimmte idealistische Bücher, in denen man lesen kann, dass Zeit und Raum nur Kategorien unseres Verstandes sind. Aha, okay, ist klar. Okay. Die Aufgabe ist es, diesen Raum zu verkleinern, ihn zu überwinden, Zeit zu rationalisieren, das menschliche Leben zu verlängern, sich in die Vergangenheit zu erinnern, das Leben auf ein neues Niveau zu bringen, um es zu bereichern. Aha. Okay. Bornstein. Das war auch ein Philosoph. Ein Universum bauen. Huch. 1978 schreibt Philip K. Dick über ein Universum, das nicht in zwei Tagen auseinanderfällt. Was ist Wirklichkeit? Was ist ein authentischer Mensch? Aha. Seine Ideen scheinen weit hergeholt, aber... Realität ist das, was man... Realität ist das, was, wenn man aufhören, daran zu glauben, nicht verschwindet. Was? Ja, okay. Ich höre auf, daran zu glauben, dass die Realität, in der ich mich gerade hier bewege, existiert. Verschwindet sie dann? Ich glaube